So, weiter geht's bei Let's Play Haunted. Wir sind mittlerweile bei Part... Hört ihr das? Wir haben 8.30 Uhr. Zumindest bei mir gerade. Das ist mein Wecker. So. Ja, und das Huhn spielt total verrückt. Das kann man auch nicht irgendwie umbringen oder so. Das ist sehr bedauerlich. So, dann machen wir die Scheiße mal auf. Und ich denke, im Multiplayer könnte das Spiel auch recht interessant werden. So. Dragon Tear. Are extremely powerful artifacts. Collect them will bring you great rewards. Okay, das heißt bloß, die leuchtenden Teile einsammeln. Weil wegen das wichtig. Enemies. Wo? Wo? Panikmacherei. Enemies ahead. Völlig egal, wir können einfach an unseren Freund vorbeischießen, durch die Beine. Wer kann das denn nicht, ne? Ich find's gut, dass wir hier so... Jetzt lässt der sich auch noch treffen. Das, was? Bound Prisoners. Release Bound Prisoners by shooting the ropes. Ah, okay. Ta-da! All these Varga, they're not that tough. Was? Malicious. Varga. Okay, das sind jetzt unsere ersten richtigen Gegner. Die Skelette am Anfang sind anscheinend nur kleine Fische gewesen. Ah, und hier erfahren wir jetzt auch endlich mal etwas über Kaddock und Elara. So, Kaddock ist ein tödlicher Krieger. Er ist cool. Always thinking tactically. Okay, er denkt sehr taktisch. Er mag es, Situationen zu analysieren und plant gerne voraus. Ja, Counterpoint to Elara. Elara ist anscheinend sehr impulsiv. An impulsive action he took as use brought tragedy. Okay, der hat irgendwas ausgefressen oder irgendwas in der Kindheit mitbekommen, was ihn irgendwie ziemlich geprägt hat. So. Und die Elara mag es gut zu kämpfen. Ja, sie ist sehr impulsiv. Sie mag Adrenalin. Ja. Die hat wohl nicht so viel zu sagen. So, Change Entry. Das ist die Stadt, in der wir gerade drin sind. Und das sind die Gegner. Gut. But there's so many of them. Da. Nee. Nee, nee, nee. Komm, Robber. So. Ach. Na? Hier waren vorhin da noch welche. Grün. Was habe ich da jetzt zerschossen? Ach so, die Gegner muss man anscheinend dann doch noch hinrichten. Und... Ja! Was weißt du? Sag es mir! Nenn mir eine Geschichte. Training. It's all about training. And these Wargard warriors, they're well trained. They don't fear fire. They cover themselves.
If we'd taken out their shields, we might have had a chance. But it looks like their training was better than ours. Ja, sonst wärst du, Kollege, nicht gestorben. Aber interessant, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, mit den Toten zu kommunizieren. Das ist ja praktisch hier in einer Welt, wo es vor Tod ja nur so wimmelt. Kann ich das jetzt nicht anzünden, oder was? Ach ja, die wird doch gleich bestimmt hingerichtet von irgendwelchen Gegnern. Okay, töten kann ich sie jedenfalls nicht. Hätte ich da vielleicht etwas anderes machen müssen? Wie komme ich da denn jetzt dran? Einfach zerschlagen! Geht wahrscheinlich nicht. Das ist doof. Ich glaube, wir müssen von der anderen Seite dran. Ist hier noch was? Nee, nee, nee. Können wir nicht anzünden. Okay, wir... Okay. Wir können da nichts machen. Gar nichts. Ah, yes. Your fear of heights. What is the technical term for that again? Dying. Nah, a shattered pelvis. Ah, worst. Let's head for the town square. Maybe someone can tell us. Es leuchtet. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Z drücken. Meine Nase. Shattered Weapon Racks. Ah, cool. Brauche ich dafür jetzt echt einen Schlüssel? Oder was? Ich brauche dafür jetzt nicht ernsthaft einen Schlüssel oder sowas. Fuck. Ich komme da also nicht rein. Na toll. Das ist natürlich nicht so. Nee. Kann ich nur außerhalb von Kämpfen etwas aufnehmen oder wie? Hat es ruckelt. Na komm. Arrows. Ja. Na, komm. Ach, da unten ist der. So, jetzt lasst mich aber mal die scheiß Teile da aufnehmen. Boah, wie die Frau einfach am Ausrasten ist. Ah, so, okay. Alles in bester Ordnung. So, dann können wir das auch eben mitnehmen. So. Da drin ist bestimmt auch nicht genau. So. So, so, so. Mitnehmen. Mitnehmen.
mitnehmen. Kommen wir hier rüber? Ja, das müssen wir hier überhaupt. Ja, aber da will ich erstmal unten schauen. Dann will ich erstmal unten schauen. La la la. Da 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 da. Ach, und schon wieder haben wir Besuch. In die Eier. Dazu tut selbst einen Dämonen weh. Stay low, Cadet. They're decent shots. Ob ein Kopfschuss auch mehr Schaden macht? Es werden, wenn befreundete Personen sind. Was? Noch mehr? Wie viele gibt's von denen denn? Langsam reicht es aber. Hey, Kopfschüsse machen mehr Schaden. The only reason I knew they were there is because they smell like rotting flesh. Something has obviously changed. Ist das... Ich glaube, das ist einfach buggy, oder? Ich kann das gar nicht aufnehmen. So. Ui, das ist ja viel besser. Schön. Noch mehr. Ich will es ja nicht hoffen. Okay. Hm. Was machst du denn? Kranker Idiot. It was right around here. They were right behind me. Ja, bleib mal ganz ruhig. Hier, die Heilsarmee ist ja da. Die Zwei-Mann-Armee ist alles in Ordnung, ne? Hier, komm, machen wir mal das Türchen auf. Ah, hau ruck! This is certainly more exciting than the last time we were in. You mean the one you got us run out of? Start one little barroom brawl and suddenly you're the bad guy. So, und an dieser Stelle würde ich nochmal sagen, wir haben gerade das Speichersymbol gesehen. Und dann werde ich die Video, Videos erstmal rendern. Und dann werden die Sachen hochgeladen. Und dann, wenn ich wieder neuen Speicherplatz habe, werden neue Sachen aufgenommen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Haunted The Dragons. Nee, The Demon's Forge. The Demon's Forge. Na, können wir das so noch sehen? Nein. Können wir das so sehen? Nein. Aber da sehen wir nochmal, was wir noch machen müssen. Get to the center of Dived and find the Lord Major. So, das haben wir dann noch vor. Das werden wir dann noch machen. Und es ist ja gespeichert. Also, ja, lade, lässt einen Checkpoint. Bis zum nächsten Mal. Tschö.